Hallo Benni. Hi Markus. Guck mal, was sagst du meinem neuen Teil? Der sieht echt cool aus. Ja, ist er auch. Das ist doch der SG1203. Den gibt's doch auch bei Banggood, richtig? Genau. Das ist ein Crawler. Als Crawler ist angegeben. High-Speed Drifting Vehicle. Zum Driften, okay, da stellt man sich was anderes vor. Aber der macht wirklich riesig Spaß auf der Wiese. Oder ich habe mal einen kleinen Parcours bei mir in einem Haus aufgebaut. Können wir nachher mal eine Runde fahren. Und man sieht ja schon, so ganz der sauberste ist es nicht mehr. Also der hält auch wirklich Dreck aus. Man muss ein paar Ritzer vielleicht noch mit Heißkleber zumachen. Und von der Geschwindigkeit her könnte ein bisschen mehr gehen, aber mir reicht es so eigentlich. Ich finde es so ganz gut. Na, mir reicht es nicht ganz, weil das ist ja ein Ripsaw und die Ripsaw haben ja einen V8 im Original. Und da dachte ich mir, muss ich auch ein bisschen aufrüsten. Okay. Ich habe den gleichen. Meiner habe ich ein bisschen ausgehöhlt und umgebaut auf Brushless. Das ist ein Brushless-Antrieb jetzt drin. Im Original hat er zwei Brush-Motoren drin, einen für die Power und eins zum Lenken. Denn zum Lenken habe ich den Brushed-Motor drin gelassen und für Vorwärtsfahrt habe ich eben ein Brushless eingebaut. Dadurch geht ein bisschen mehr. Okay, wie schnell fährt der? Kommt noch, wir müssen es erst noch messen. Also wie gesagt, macht riesig Spaß, wo ich allerdings vorsichtig wäre. Man sieht ab und zu mal bei manchen Vorstellungsvideos, die fahrt einfach quer durchs Wasser durch. Ja, würde jetzt vielleicht nicht unbedingt machen, aber durch eine Pfütze oder so mal durchheizen, eigentlich kein Problem. Und für Kinder auch gut steuerbar und dem Papa macht es auch Bock. Jo, und jetzt gehen wir mal zum Fahrtest, oder? Genau. Also. So, mein Beine sind angekommen. Mein Getunter war ein bisschen schneller. Noch ein bisschen. Ah, okay. Oh, da ist Rauch. Oh, nicht gut. Nicht gut. Tja. Das wurde jetzt etwas zu heiß. Das riecht nach Kurzschluss. Mhm. Was aufhört, war es nicht der Akku. Ah, scheiße. Scheiße, stinkt es. So, jetzt schauen wir mal, was der Patient hat. Hier sehen wir einen Akku. Das sieht gut aus. Der war nichts Problem. Au. Aha, war wohl da. Da hat sich wohl auch eine Lötstelle gelöst. Boah, der Regler ist hinüber. Gut, es war einmal ein Regler. Naja, schade, dass man nicht riechen kann, wie es hier stinkt. Und ja. Was meinst du? Ja, eigentlich hatte ich noch vor, das Ganze, wie man hier sieht, das ganze Kabel gewurschtelt, noch ein bisschen zu ordnen. Wäre vielleicht eine gute Idee gewesen. Ich weiß jetzt nicht, warum es genau dazu kam, aber es riecht richtig nach einem schönen Kurzschluss und gar nicht so sehr nach Kondensator oder sowas. Okay. Was meinst du? Beziffer mal den Schaden, wenn es. Ja, für 20 Euro kriegt man, glaube ich, einen neuen. 15. Ja, okay. Ich muss mal gucken. Was kostet denn die Raupe nochmal, wenn man sie so serienmäßig kauft? Wir haben die 40 Euro, 43 oder sonst habe ich gezahlt. Okay. 45. Mhm. Weil im Angebot ist die schwankt auch immer wieder zwischen 50 und 70 Euro. 40 und 70 Euro, denke ich. Mhm. Aber ich würde sagen, jetzt zeigen wir einfach im serienmäßigen Modell, wie das Teil im Gelände noch fahren kann. Genau. Ja? Okay.